Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den King Story. Wir setzen uns mal auf unseren Thron, um hier Abrechnungen zu machen. Also wir haben hier teilweise echt schlechte Sachen wie Bonbon oder hier mal so ein Gras oder ein Weicherstein. Ich glaube, ein Weicherstein nützt zu wenig. Oh, Handschuhe, ja. Hier müsste fast gar nicht mehr kommen. Okay, ja, 4000 ist doch nicht schlecht. Wie gesagt, ich bin eigentlich gerade nur daran interessiert, das hier zu bauen. Und wir haben noch nicht mal die Hälfte. Petitionskiste gibt's nicht. Dann schon mal diese Panzerhandschuhe. Ich glaube nämlich, die waren nicht schlecht. Plus 3 Leben, okay. Dann würde ich mal sagen, bekommt das. Unser Holz will einfach, dass es nicht stirbt. Gut, dann speichern wir einfach mal so zur Vorsicht und dann gehen wir schlafen. Das erste Mal, wo wir persönlich in unser sehr gemütliches Bett gehen. Okay. Ja, irgendwie ist schon morgen und irgendwie hüpfen wir nicht so ganz aus dem Bett, aber okay. Jetzt haben wir die Augen wieder zu und jetzt haben wir sie wieder offen. Keine Ahnung, also grafikmäßig sieht es zwar schöner aus, aber es gibt einfach Bugs. Ach ja, der Adelsminister hat dir noch etwas Angenehmes zu sagen. Ja, ich habe da schon ein Bild geändert. Ein Bild hängt man an die Wand, gell? Häng doch eins auf, das dir gut gefällt. Mach, was du willst, ist schließlich dein Schloss. Wenn du das Bild wechselst, dann ändert sich auch deine Laune, oder? So weit, so gut. Ja. Bilder haben bestimmt irgendeine Bedeutung, allerdings kennt die nicht. Ich weiß nur, wenn man eine Prinzessin haben sollte und die hängt man dahin, dann grüßt sie einander früh. Gut, in der Petitionskiste ist nichts. Dann gehen wir mal. Leibgarde! Let's go! Ich überlege gerade, ob es überhaupt Sinn macht, zu den Pilzen hinterzugehen. Aber es ist eigentlich immer so unsere Morgenroutine, dass wir das erste Mal zu hinterschauen zu den Pilzen. Dass es was Schönes gibt, was wir mitnehmen wollen. Ja, gehen wir es erstmal hinter. Steuern eintreiben, wie gesagt, das mache ich nicht, weil es nichts bringt. Wenn jetzt ja noch ganz wenig fehlen würde und ich Geld brauche, um Beruf zu kriegen, dann treibe ich Geld an, aber ansonsten lasse ich es ja nicht interessant. Auf alles hier so ein bisschen verteilen. Und auf den hier noch. Ja, wie gesagt, zu den Rüben, da kommen wir noch gar nicht rüber. Da will ich auch gar nicht hin. Das ist kein schöner Ort. So. Ja, mehr gibt's hier gar nicht. Ja, war nicht viel, was wir da jetzt rausgeholt haben. Dann schauen wir jetzt halt rüber zu den Teufeln, also wo wir jetzt noch nicht waren. Aber wir werden definitiv noch nicht zum Endgegner gehen, weil... Ja, da wäre es halt wieder sinnvoll, wenn wir die ganzen Gebäude bauen würden, die billiger wären, weil wenn man eine gewisse Anzahl von Gebäuden scheinbar hat, dann schaltet man immer diese Power-Ups frei. Und wenn jeder bei den Dingen Leben mehr hätte, wäre das nicht das Verkehrteste. Sind hier drüben wieder so Dinge. Okay, oder wir schauen nochmal nach da hinten, ob es da jetzt noch irgendwas zum Ausgraben gibt. Bei manchen findet man ja dann einfach noch ein bisschen Gold. Ein bisschen Gold, da sagt ja, glaube ich, keiner nein. Da ist nix. Ich sehe es ja auch immer so ein bisschen auf der Map. Wenn ich die nach Norden ausgerichtet habe, dann sehe ich sogar, wo die sind. Muss nicht umrechnen. Ja, das ist jetzt einfach nur dunkel, weil das eben das Ambiente von diesem Ort hier ist. Auf den Gegner freue ich mich ehrlich gesagt schon, weil der ist easy. Der ist echt schön. Der da ist ein bisschen asozial. Ja, okay, da gibt es heute nichts. Gut, dann schauen wir, dass wir vorankommen. Wir wollen ja was erreichen. Auch wenn ich gerne ganz viel Geld hätte, um hier das Händlerding hinzubauen, aber das ist halt... Schweineteuer, ganz ehrlich.
So. Aber wenn wir halt das Händlerding hätten, könnten wir gleich diese Geldbörse da oben öffnen. Deswegen bin ich halt immer am Überlegen, ob wir das nicht halt irgendwie schaffen, das zu holen. Aber ich meine, wir haben nicht mal die Hälfte davon und haben da hinten jetzt halt gerade richtig viele Schätze ausgegraben. Und ich kenne den Weg nach da vorne und ich weiß, dass es halt da nicht so viel gibt. So, das haben wir mal kaputt und alle anderen helfen, die helfen können. Okay, ihr Vieh könnt nicht. Ist in Ordnung. Ja, die werfen das jetzt auch teilweise von oben alles. Mein Bildschirm will sich aufhalten. Das ist auch eine schlechte Idee. So. Ja, ich habe Updates gemacht, bevor ich gestreamt habe. Und habe Little King Story eben installiert. So, das Lamm, der da war, übrigens unser Liebesbogen, den ich extra vergeben habe. Okay, da kommen wir noch nicht weiter. Da brauchen wir Bergbau. Und Bergbau kriegen wir definitiv jetzt noch nicht. So, zupft das alles mal einzeln. Aber ich bin froh, dass wir nicht dahinter kommen, weil der Kanzler, das ist so eine Kröte aus dem Wasser, springt, die halt einen einfach killt. Wenn das nicht jetzt sogar schon kommt. Okay, Gold gefunden. Was? Goldbahnstück, das heißt, es bringt wieder nur 500 Geld. Ich rechne jetzt schon mal, wie viel alles einzeln bringt. Ich bin so verzweifelt inzwischen. Oh! Was ist denn Gegner? Okay, kann ich da schon einen Weg hochbauen? Nee, das geht noch nicht. Okay. Ja, hier kann man irgendwann einen Weg hochbauen und dann kann man eben an diesen Schatz dann, aber das geht scheinbar noch nicht. Hey, ich habe 50 Kreaturen gekillt. Cool. Okay, wo sind unsere Bogenschützen? Okay, das sind so Hüpfbücher, die sind scheiße. Wie gesagt, ich habe ja schon angekündigt, es gibt diese Dinger hier in allen möglichen Formen und Farben und die werden uns das ganze Spiel über verfolgen. Teufelchen. Okay, hier gibt es auch teilweise Quellen. Okay, hier sieht man schon, das ist der Endgegner von vorhin. Also, die Gegner hier haben schon ein gewisses Niveau. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich halt eben nirgends weiterkomme. Also, dass ich jetzt Royal City und so nicht bauen kann. Das ist jetzt halt kein Verlust, aber... Ich hätte halt irgendwas gern gehabt, dass ich halt mehr Leben oder so habe. Okay, ja. Hier halt den Schaf und ich will hier die Töpfe. Also hier kriegt man halt noch mal ein paar Pfeil und Bogen raus, was halt nicht verkehrt ist, weil hier überall oben was steht und uns wurde schon geraten, wir sollen hier am besten Töpfe und Bogenschützen mitnehmen. Müssen wir mal schauen, wie wir es regeln. Okay, da hinten sind drei auf einmal. Oh, da ist nochmal einer oben. Oh, wir haben noch 33 Pfeile. Okay, da kommen kleine süße Teufelchen. Warum kriege ich den da nicht hochgeschossen? So, jetzt. Okay, ja, wir sind jetzt praktisch genau vorm Endgegner. Okay, da hinten kommen noch so coole Hubdinger, die sind richtig scheiße. Jetzt machen wir mal das hier weg. Das ist echt die Überlegung, was machen wir? Ja, irgendwie an Geld kommen ist halt auch kein Plan. Okay, das Ding ist scheiße mit so einem Hula-Hoop-Ding. Ich hoffe, das killt jetzt gleich keinen. Aber ich schicke jetzt einfach mal die Leute auf das Ding los. Ja, es ist gelähmt, das ist schon mal was. Aber keiner macht ihm gerade Schaden.
Ich weiß nicht, wie man das Ding besiegen soll, um ehrlich zu sein. Mein Bauer ist gestorben. Wir gehen wohl zurück zum Schloss. Ja, so erlebt man auch mal, wenn irgendjemand stirbt. Und da kommt jetzt gleich die Entschädigung. Ja, Entschädigung kommt immer ganz am Ende, egal wann der gestorben ist. Ist keine Entschädigung zahlen. Komisch. Okay, jetzt hätte ich 10.000. Eigentlich will ich die 9.000 als noch haben. Krieg mal 9.000 Geld zusammen, wenn du halt keine Grundlage eigentlich hast. So, wir gehen das erstes Mal uns auffüllen, dann gehen wir an den Strand, dann verheirate ich euch eine Runde. Vielleicht geht es nämlich nach Bevölkerungszahl, dass man da was freischaltet. Ich bin halt ein alter Geizhals. Die Harvest Moon Farm habe ich nicht vorzubauen. Könnt ihr mal zusammenrechnen, wie viel das ganze andere Zeug kostet? Was wäre halt schon sinnvoll irgendwo. Jetzt gehen wir mal an den Strand. Und beziehungsweise der Holzfäller kann da hinten was wegmachen. Können doch nur was erreichen. Und dann können wir das ausbuddeln. Das ist zwar nichts Vernünftiges, aber wir können doch was ausbuddeln. Wo sind meine Bauern? Oh, Rübenmänner. Oh, ich hasse sie. Bauern als erstes. Ja, drei Rübenmänner. Cool. Du killst den und ihr killt mal den hier. Ja, wenn man übrigens einmal ins Schloss geht, ist auch wieder der Vorrat aufgefüllt vom Fallen. Okay, was habe ich gekriegt? Haha, ein guter Pfann. Gute Rübe, ja. Goldbarren, okay. Ich vermute mal, der ist jetzt nicht so, dass es was bringt. So, jetzt geht ihr erstmal alle da drauf. Ganz ehrlich. Ach, jetzt fällt euch eigentlich schon auf, nachdem ihr das ganze Ding gebaut habt. Ach, wir können das gar nicht abbauen. Ja, jetzt haben wir schon mal einen Goldbarren mehr. Dann schauen wir mal an den Strand, da findet man ja auch nochmal hin und wieder was. Verheirate ich die ganzen Leute noch. Ich will halt echt eigentlich dieses Händler-Ding, weil dann kann ich oben den Schatz öffnen, dann kann ich auch den Rest bauen, ganz ehrlich. Aber ich will jetzt halt nicht ewig lang rumtun, weil ich weiß ja, dass wir das jetzt nicht sofort kriegen. Also, dass wir halt das Geld nicht sofort zusammenbringen, meine ich. Egal, wie ich mich da anstrenge. Ja, jetzt verheiraten wir erstmal. Es ist E4, da ist Feierabend. Macht hier keiner mehr was. Schon wenigstens mal ein paar Kinder im Dorf haben. Ach, schön. Noch ein Kind. Das ist der Handwerker und der Bogenschütze. Interessante Kombi. Und das ist, ich glaube, der Holzfäller, oder? Holzfäller? Nee, ein Bauern, Soldat. Ja, das ist in Ordnung. Ja, ich habe hier eh nichts zu sagen. Was in Ordnung ist oder was nicht. Ah, die mit den Liebesbogen. Die können übrigens auch mehrfach heiraten. Und zwar nicht nur sich untereinander, sondern das ist da nicht so. Wenn da einmal was gematcht hat, dann. Ja, jetzt habe ich wahrscheinlich nur noch Männer dabei. Oh! Und du bist der eine, der überbleibt. Es tut mir leid, aber du bleibst über irgendwie. Dann macht man da oben noch ein bisschen das Gras weg.
Mehr können wir denn heute auch nicht mehr tun. Oh, da hinten können wir auch immer noch rumgehen und keinen muss bemerken. Da brauche ich jetzt nicht mit einzelnen Soldaten hinterlaufen. Aber ich könnte die Leute nochmal schnell herbeordern. So, ihr habt alle geheiratet gerade, aber wir müssen nochmal los, Leute. Ich habe noch heute entdeckt, dass wir da hinten im Pilzkönigreich noch 5 Pilze abstauben können. Und die holen wir uns natürlich, weil wir geizig sind ohne Ende. Und wir hier Händler haben wollen, die uns alle ausnehmen. Da, vor allem, wenn wir dann noch mal Händler machen wollen, das kostet, glaube ich, auch nochmal ein Tausender. Okay, dann würde ich aber sagen, wir machen an dieser Stelle mal einen kurzen Cut. Und nächstes Mal geht es hier spannend weiter. Ich denke, nächstes Mal könnten wir eventuell schon zum Endgegner gehen. Bis dahin. Ja, bye.